Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Heute möchte ich Ihnen ein ganz besonderes Modul vorstellen. Es handelt sich um einen Oszillator, Local Oscillator, der PLL gesteuert ist. Und dieses Modul hat ganz spezielle Möglichkeiten, die eigentlich exklusiv sind. Das Teil wurde von einer Gruppe von ukrainischen Amateuren entwickelt. Den Link zu dieser Seite, die sehr interessante andere Module auch anbietet, werde ich Ihnen unten im Video einblenden. Das Modul wird geliefert ohne diese Anschlüsse. Die Anschlüsse habe ich anschließend angefügt. Ich habe mich für SMA entschieden. Man kann beliebige Anschlüsse hier einlöten oder anlöten. Und gleichzeitig habe ich dem Modul noch eine thermische Entlastung gegönnt. Ich habe noch ein Kühlkörper auf die Unterseite angebracht. Es wird empfohlen, wenn man bei längerem Betrieb oder auch autonomen Betrieb, was auch möglich ist mit diesem Modul, diesen Oszillator betreibt, dass er doch dann ein bisschen Kühlung oder Abführung von überflüssigen Wärme sehr gerne mag. Deshalb habe ich das so gemacht. Ich werde Ihnen nun zeigen, was das Ding kann. Der große Vorteil ist, es braucht kein Zusatzgerät, um diesen Oszillator zu steuern. Die Eckdaten bei diesem Modell: Ich habe das Modell gewählt mit dem MAX 2871. Das ist eine von drei Varianten, die ich Ihnen dann auch noch zeigen werde im Handbuch. Und die Frequenz geht von 25 MHz bis zu 5000 MHz, also eine enorme Bandbreite, die natürlich extrem nützlich ist. Es gibt eine zweite Variante, sogenannte SHF-Variante, die dann auf dem Board noch einen zusätzlichen Multiplier von Macon, den X1001, eingebaut hat. Und so kann man dann die Frequenz erweitern mit einem zweiten Ausgang, der dann von 5000 bis 12.000 MHz geht. Also ein sehr umfangreiches Modul mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Der große Vorteil: Man bedient dieses Teil mit dem PC per Software und USB-Anschluss. Das werde ich Ihnen kurz zeigen. Ja, das Einzige, was wir benötigen, ist ein USB-Anschluss, ein USB-Kabel, ganz normales Kabel mit dem kleinen Stecker, und den stecken wir hier ein. Dann blinkt es hier fünfmal. Das sagt, okay, ich habe Verbindung. Und jetzt können wir dann die Software einschalten. Ich habe hier, ist ein bisschen ein Gefummel, weil ich habe auch noch die externe Referenz hier als Eingang eingelötet, und dann wird es ein bisschen knapp, aber es geht gerade noch. Sonst muss man halt den USB-Stecker ein bisschen anpassen, damit das schön nebeneinander vorbeigeht. Und jetzt gehen wir auf den PC und schauen, was da gezeigt wird. So, die Software, die mitgeliefert wird, zeigt Ihnen folgendes Bild. Die Software heißt SynProcExe, kann auch auf der Seite von den Herstellern heruntergeladen werden. Es gibt häufige Updates, also es wird immer noch an diesem Programm gearbeitet. Das ist ganz fantastisch. Was man braucht, ist ein Treiber. Ich arbeite hier mit Windows 10 64-Bit, und der Treiber wurde nicht automatisch gefunden. Das wird je nach Software wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Sonst kann man eben einen Treiber manuell installieren. Auch diesen Treiber gibt es auf der Webseite der Hersteller. Wenn man den USB connectet, kann man hier dann auf Connect gehen. Und was er macht, er sucht automatisch nach dem entsprechenden Chip. Ich habe hier auf Auto gestellt. Der Comport hat er selber gefunden hier. Auto, dann wählt er den richtigen Chip hier. Ich habe den MAX 2871. Es gibt auch noch den 4350 und den 4351 als Variante. Der MAX 2871 ist vermutlich der höchstentwickelte aus dieser Serie. Anschließend
kann man hier die Frequenz einstellen. Schlicht und einfach. Und hier den Ausgangspegel. Wobei, das werden wir dann noch anschauen, also das sind Stufen, die nicht mit dem reellen Ausgangspegel übereinstimmen. Das werden wir dann anschauen. Also ich habe hier entweder 0 ausschalten, minus 4, minus 1, plus 2, plus 5. Aber das ist dann frequenzabhängig und dafür gibt es eine Tabelle, die schauen wir dann gemeinsam an. Ich schalte mal ja, minus 1 dB oder plus 2 dB. Kann man hier wählen, kein Problem. Hier Frequenz einstellen, beliebig, einfach mit dem PC, zum Beispiel 1500 MHz, fertig. Und jetzt haben wir am Ausgang 1500 MHz. Beliebig auch 1500, 125, irgend sowas geht auch. Dann sieht man hier, was er angibt. Also man hat hier die Einstellung und was er wirklich dann ausgibt. Also es ist dann nicht ganz genau 125, sondern 124969. Das hängt mit den Teilerverhältnissen zusammen, dass das nicht ganz genau aufgeht. Aber im Prinzip beliebig einstellbar, zum Beispiel hier irgendwas, dann stimmt es. Also drei Stellen kann man sogar sehr genau einstellen. Wunderbar. Jetzt wollen wir natürlich schauen, ob das auch so wirklich herauskommt. Hier als Zusatz gibt es die 10 MHz Referenz, wenn man möchte. Ich habe hier bei mir den SMA-Stecker eingelötet und dann kann man, wie bei mir zum Beispiel eine GPS-disziplinierte Referenz hier einspeisen und dann muss man hier halt dieses Häkchen setzen und dann hat man auch eine genaue Referenz. Aber wir werden sehen, dass der eingebaute Oszillator gar nicht so schlecht ist. Kommt darauf an, was man damit machen möchte. Es gibt dann auch Festfrequenzen, die man einstellen kann. 4 Stück. Hier. 4 Festfrequenzen, die man einzeln programmieren kann. Mit zum Beispiel Output 3NF minus 4 dB, der andere plus 5 und so weiter. Kann man so vorprogrammieren und dann per Jumper oder per PC abrufen. Und das läuft dann auch im autonomen Modus, wenn man das möchte. Dann gibt es noch einen Balken. Man kann einen Balken festlegen, und zwar mit einer bestimmten Geschwindigkeit, wenn ich den Balken aktiviere, bestimmte Geschwindigkeit. Und jetzt kann ich irgendeinen beliebigen Text bis zu 100 Charakteren, also bis 100 Zeichen, eingeben. Und dann kann ich noch Enable Scanning, und dann scannt er diese 4 Frequenzen und sendet hier einen beliebigen Text. Also zum Beispiel, hallo, ich bin HB9BRC zum Beispiel. Und das wird dann ausgegeben mit der Geschwindigkeit von 20 Wörtern per Minute. Das kann ich Enable Scanning und dann scannt er hier diese Frequenzen. Man kann jetzt 4 verschiedene, zum Beispiel Amateurfrequenzen, hier einspeisen. Ich schalte das wieder aus hier. Ich möchte mich fokussieren auf die Fähigkeiten des Oszillators. Das ist eigentlich mein Anliegen, speziell unter Berücksichtigung des vorherigen Videos mit der Frequenzerweiterung. Da war ich ja limitiert, weil ich nur eine Quelle hatte, den SMT03. Jetzt kann ich beim Mixer kann ich dann 2 Quellen einspeisen, also den Local Oscillator und eine andere Frequenz. Das gibt viel, viel mehr Möglichkeiten. Okay, jetzt werden wir noch schauen, wie das Signal, ob das stimmt, werden den Frequenzzähler reinblenden und mal schauen, was da herauskommt. So, nun werden wir das mal anschauen, was da herauskommt. Ich habe mal 1520 eingestellt, etwas Komisches, und schauen, was da herauskommt. 1500, 1878, also dies ohne externe Referenz. Man sieht, also dieser Oszillator ist doch relativ stabil, der da eingebaut ist. Was interessant ist, ist die Geschwindigkeit, die Reaktionszeit dieses Teiles. Also wenn ich jetzt 1500 zack, eingebe, zack, das reagiert wirklich unmittelbar. Das ist eine ganz fantastische Sache. Und eben, es ist hervorragend zu handeln, weil ich keine irgendwelche zusätzlichen Geräte brauche. Ich nehme den PC oder den Laptop oder was auch immer und steuere
diesen Oszillator hier problemlos. Was ich nun schauen möchte, ist ein bisschen die untere Frequenz, wobei mein Frequenzzähler, der startet bei 200 darunter. Mal schauen, ob er 100 noch anzeigt. Nein, das geht eben nicht. Das ist aber eine Frage des Frequenzzählers und nicht hier dieses Gerätes. Jawohl. 200 MHz, kein Problem, das macht er. Und auch hier eine relativ genaue Geschichte. Also ich möchte mal ein bisschen diese Grenzen ausloten. Ob er auch die 1000 sauber anzeigt. Jawohl, ganz genau. Dann vielleicht die 2000. Mal die Grenzen schauen. Geht auch wunderbar und sehr schnell. 3000, sehr gut. Und dann vielleicht noch 5000. Richtig, funktioniert. Und jetzt die Grenze, 6000. Das ist eigentlich gemäß Spezifikation die höchste Frequenz, die ich hier einstellen kann. Und auch das funktioniert gut. Ein bisschen tief, aber das ist wirklich im äußersten Bereich. Ich kann jetzt mal versuchen, ob er auch noch 6500 schafft. Ja, macht er auch noch. Ja, aber nicht mehr genau. Also die Grenze ist tatsächlich gemäß Spezifikation 6000. In der SHF-Version gibt es dann ein zweites Band. Das ist jetzt ausgegraut, weil es auf diesem Chip, den ich hier habe, auf diesem Board, nicht angefügt ist. Dann kann man hier dann von 5000 am zweiten Ausgang bis 12000 gehen. Das zu der Frequenz, die da extrem schnell angeglichen wird und sehr, sehr bequem eingestellt werden kann. Jetzt wollen wir schauen, wie das mit dem Power aussieht. Kommt da wirklich das raus, was hier garantiert wird? Es wird ein Ausgangssignal garantiert, das immerhin mehr als 10 dB sein soll. Das schauen wir uns gemeinsam rasch an. Die Spezifikationen. Das ist gleichzeitig auch das Handbuch mit allen Informationen, die wir benötigen. Ich habe die Version hier, Max 2871. Das möchte ich hier schon so zeigen. Also das ist diese Version und die hat 23,5 bis 6000. Das stimmt nicht ganz. Ich würde mal sagen, da kommen nicht 23 raus, aber ich würde mal sagen, ab 100 MHz funktioniert es ganz hervorragend. Und hier sagt man, dass der Output-Level no less than 10 dB und da gibt es dann so ein kleines Kreuzchen und dann sieht man, dass es dann frequenzabhängig ist. Und das schauen wir uns an. Hier, wie das Board aufgebaut ist, sehr sauber im Handbuch dargestellt. Dann alle Möglichkeiten sind hier sehr, sehr schön aufgeführt und Bedienung sehr genau erklärt. Was uns jetzt interessiert, ist der Ausgangslevel hier. Der Ausgangslevel, ich habe diese Version, also die Version mit dem, 2871, also mit dem Chip, dem Max-Chip. Und jetzt sehen wir mal, was hier passiert. Hier sehen wir, das wäre die Version mit dem 4350 oder 4351. Wir haben hier den 2871. Und jetzt sieht man, das war das Sternchen, dass wir hier ein bisschen frequenzabhängig sind. Die Einstellung, hier plötzlich ein bisschen russisch, aber man kommt sicher drauf. Das sind die Einstellungen, die wir vorhin gesehen haben, minus 4, minus 1, plus 2 und 5. Und das ergibt dann ganz andere Werte. Also das heißt, diese Einstellungen sind Faktoren, die aber nichts mit der wirklichen Ausgangsleistung zu tun haben. Hier sieht man rote Zahlen, die man bitte nicht überschreiten sollte. Man sollte also innerhalb des schwarzen Bereichs liegen. Also wenn man plus 5 wählt, ja, dann geht das gerade bei 2000 MHz, aber sonst sollte man das eigentlich nicht benutzen. Also eine Einstellung, die über den ganzen Frequenzbereich geht, ist minus 1. Und genau die werden wir dann einstellen und überprüfen, ob wir hier diese Werte erreichen. Also hier, wir werden das machen hier. Genau diese Zeile werden wir überprüfen. Und das werde ich Ihnen jetzt zeigen auf dem Level-Messgerät. Werden wir diese Einstellungen machen und auch für uns noch notieren. Wir haben hier die Tabelle mit den Werten und hier die Software zur Einstellung. Und hier habe ich noch ein kleines Fenster, bei dem ich dann noch eine Notiz machen kann.
zum Beispiel hier so, damit wir die Werte, die wir ablesen, auch noch anzeigen können. Gleichzeitig wird dann auch der Power Level Messgerät, das Power Level Messgerät auch eingeblendet. Also wir starten mit 50 MHz und das minus 1 dB habe ich eingestellt, damit ich hier wirklich auf der ganzen Bandbreite messen kann. Und jetzt lesen wir ab, was wir hier haben, und das sind 7,96 dB. Also ganz fantastische Werte, 7,96, ich notiere das mal. Wir haben hier 7,8 in der Referenz. Und jetzt gehen wir hoch, machen 100 MHz und dann sollten wir 12 sehen. Und wir sehen 11,77, das notieren wir uns auch noch. 11,77, also auch hervorragend, wenn wir hier diese Werte anschauen. Dann 200, das sollte dann 16 geben, 15,34, also auch sehr gut hier, 15,34, ja, wollen wir noch notieren, 15,34, genau, auch sehr gut, da hätte ich eine super Frequenz eingeblendet, 500 MHz, genau, 500 MHz, 14,67 und hier, ja, habe ich doch ein bisschen einen Abfall, 14,67, ein bisschen tiefer als bei 500, sollte es 16 sein, da haben wir einen kleinen Abfall, der ist doch hier ersichtlich. Aber Garantie ist über 10 dB, das ist die Garantie, die abgegeben wird, mehr eigentlich nicht, das sind dann schon die genaueren Werte, aber immerhin, wir machen das. Und jetzt machen wir noch 1000, ja, 1000. Und dann haben wir 14,61 und jetzt sind wir wieder, also hier die 500 scheinen ein bisschen einen Drop zu haben. Jetzt haben wir wieder 14,61, notieren wir auch noch, also auch hervorragend, 14,61, ja, und 14,61, 1000, stimmt recht gut, und jetzt 2000. Jetzt fällt es doch die Ausgangsleistung doch ein bisschen ab. 2000 nach Spezifikation, aber hier 13,95, also doch besser sogar als die Spezifikation. 13,95, genau. Und dann 3000, dann haben wir es dann in etwa die Tabelle abgearbeitet. 3000 ist 14,27, auch das ist besser noch als die Spezifikation. 14,27. Und jetzt machen wir noch die 6000. 6000. Ja, 6000. Und da fällt es doch jetzt stark ab. 4,71. Ja, aber immer noch über den Spezifikationen hier. 4,71 kann ich ablesen. Also, es ist doch so, dass wir innerhalb der Spezifikation liegen. Mit einer einzigen Ausnahme, die 500 sind ein bisschen tiefer. Das zum Output, und als nächstes und letztes wollen wir noch sehen, wie sich das Signal auf dem Spektrumanalyzer ansieht und ob da wirklich eine schöne Sinuskurve herausschaut. Das wollen wir jetzt uns auch noch rasch anschauen. So, wir schauen jetzt mal noch auf das Oszilloskop, ob da auch was Schlaues herauskommt. Ich habe mal 300 MHz eingestellt, natürlich kann ich da nicht bis auf 6 GHz testen, aber so bis 400-500 MHz geht das. Ich habe mal 300 MHz und hier plus 5 dBm, spielt eigentlich nicht so eine große Rolle beim Oszilloskop. Ich kann hier auch mal auf 400 gehen, mal schauen, ob da noch was Schlaues rauskommt. Ja, das klappt echt gut. Also auf 400 gibt da noch eine schlaue Sinuskurve. Das ist okay. Also von dem her kann man durchaus sagen, dass auch als Oszillator eigentlich dieses Teil gut funktioniert. Ich kann hier immerhin auch auf höheren Frequenzen eine anständige Sinuskurve darstellen. Ich werde mal noch auf 500 gehen. Auch das klappt noch. 600 sollte auch noch gehen. 600. Ja, da ein bisschen nachjustieren. Jawohl. So,
600 geht auch noch, vielleicht noch 800. Dann ist dann mein Oszilloskop eigentlich dann am Ende, 800. Mal schauen, ob ich das noch hinkriege. Ja, geht noch. So, 800. Das sind 800 MHz. Also wir haben hier einen Oszillator, der doch im Besitzhörebereich, den ich hier halt abdecken kann, eine anständige Sinuskurve erzeugt. Wir werden das noch auf dem Spektrumanalyzer anschauen, weil es ist klar, auf meinem Oszilloskop, wenn ich 800 einstelle, sehe ich natürlich die Oberwellen bei 1600 oder die zweite oder die dritte harmonische sehe ich nicht. Aber das werden wir auf dem Spektrumanalyzer jetzt noch anschauen gemeinsam und schauen, wie das mit den Oberwellen aussieht. Da hat es bestimmt einiges. So, jetzt haben wir das Ganze noch auf dem Spektrumanalyzer und dann sieht man halt schon, dass ja, man doch Kompromisse eingehen muss, die scheinbar aber nicht störend sind. Also wir haben hier jetzt 500 MHz eingestellt, Frequenz ist 500 MHz und man sieht jetzt, der Peak 1 hier ist bei diesen 500 MHz in etwa. Das stimmt eigentlich und jetzt kommt die zweite Oberwelle, die ist bei einem Giga hier. Das ist die zweite Oberwelle und die hat jetzt minus 26 dB und hier hatten wir minus 4, also ungefähr 20 dB Dämpfung. Das ist an und für sich okay. Also das ist hier die zweite Oberwelle, das ist okay. Interessanterweise ist dann die dritte, vierte, fünfte nicht unbedingt so stark gedämpft. Also aber die zweite okay und dann die dritte, vierte, fünfte eigentlich weniger stark. Interessant ist die zweite Oberwelle, die dritte Oberwelle, ja, okay, kann natürlich auch mal störend sein. Die ist dann, die dritte hier, Position 2, ist dann minus 11, minus 4, also die Differenz ist dann noch 6 dB, 7 dB, das ist dann nicht mehr sehr viel. Also die Dämpfung der dritten Oberwelle ist nicht wahnsinnig stark. Wir machen jetzt da nochmal vielleicht bei 1000 MHz, genau. Schauen wir mal die Geschichte an bei 1000. Man sieht wiederum, wie schnell eigentlich dieses Modul reagiert. Jetzt haben wir 1000, das ist das 1 hier. Haben wir 1000 und die zweite Oberwelle ist bei 2, das ist die Nummer 3 hier. Minus 13 und danach, da haben wir Plus, also ungefähr 14, 15 dB Dämpfung. Ist nicht überragend, aber man muss auch wieder mal schauen, was wir hier bezahlen. Das sind keine 1000 Franken für so ein Modul. Also das ist okay. Interessanterweise immer wieder die dritte Oberwelle, also mal 3 hier, die ist schlechter gedämpft als die zweite. Das wird an den eingebauten Filtern liegen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das noch verbessern. Ich werde das mal diesem Team auch mitteilen. Mal schauen, was da gemacht werden kann. Ich mache mal noch 1500, dann ist aber mein Spektrumanalyzer ausgereizt. Und dann sehen wir wiederum 1500 minus 1,8 und minus 9, das ist die zweite Oberwelle. Ja, so 8, 9 dB. Also die Dämpfung ist nicht gewaltig. Wir gehen mal runter, vielleicht auf 200 MHz. Mal schauen, was hier passiert. Also hier sieht man dann deutlich, da sind gewaltige Oberwellen im Einsatz. Immer wieder, sagen wir mal, das 1, das ist minus 8,8 dB. Und die zweite, die wäre 4 hier. Genau, Entschuldigung, 400 Mega, genau da. Minus 22, also okay, 8, 14 dB, 10, 14 dB. Aber immer wieder das Problem eigentlich so, ja, 11 ist die zweite Oberwelle, die ist eigentlich relativ gut gedämpft. Und dann hat man die dritte Oberwelle, die 1, 2, 3, die vierte sogar, die sind dann stärker. Also es hat sehr, sehr viele Oberwellen. Die sind natürlich, je höher die Frequenz, je weniger störend, weil dann die Abstände größer werden, aber im unteren Bereich doch ziemlich störend. Ich gehe mal auf 2000, dann sieht man natürlich nur noch eine, weil mein Spektrumanalyzer nicht weitergeht. Also je höher die Frequenz natürlich, je größer die Abstände zu den nächsten Oberwellen und wie tiefer die Frequenz, je näher sind sie. Also bei 300 MHz sieht man halt doch schon relativ viel Oberwellen. Aber immerhin, immer die zweite gut gedämpft, die dritte schlechter. Das zum Spektrum. Das war eigentlich der letzte Einblick, den ich Ihnen gewähren möchte zu diesem sehr, sehr, sehr weitläufigen
Video, das auch die sehr großen Möglichkeiten dieses Local Oscillators mit PLL-Steuerung zeigt. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.